Hallo und herzlich willkommen zu Ihrer Lokalzeit. So sieht es in der Stratosphäre aus, in rund 36.000 Metern Höhe. Die Bilder stammen von einem Wetterballon. Schülerinnen und Schüler von den Schulen der Brede in Brakel haben ihn gestern am frühen Morgen starten lassen. Wir waren ja mit dabei und wie sich heute zeigt, war das Experiment ein voller Erfolg. Da unten. 2 Jahre ist es her, da sorgte ein angeblich rechtsextremer Lehrer von der Waldorfschule in Minden für Schlagzeilen. Der Mann war offenbar in der rechten Szene aktiv. Das Kollegium stand aber damals zunächst zum größten Teil hinter ihm und verhinderte so zunächst seine Entlassung. Erst nach langem Hin und Her hat man sich dann doch von ihm getrennt. Vielleicht erinnern Sie sich noch an die Geschichte, auch wir haben ja damals mehrfach darüber berichtet. Die Schule wurde aus der Gemeinschaft der Waldorfschulen NRW entfernt. Heute Abend fällt die Entscheidung, ob sie wieder aufgenommen wird. Ja, und ob sie jetzt wirklich wieder aufgenommen wurden, das kann uns Oliver Köhler jetzt hoffentlich schon sagen. Er ist nämlich für uns vor der Waldorfschule in Minden. Olli, wie ist die Entscheidung denn ausgegangen? Ja, wir sagen auch Dankeschön. Oliver Köhler war das live aus Minden. Nicht die Stars auf dem Platz stehen bei unserer Reihe zu den Gary Weber Open in dieser Woche im Mittelpunkt, sondern die Geschichten drumherum, die Menschen im Hintergrund. Andreas Neumann aus Halle ist so einer. Er bespannt die Schläger von so ziemlich allen Tennisstars, die bei den Gary Weber Open aufschlagen. Manchmal arbeitet er sogar noch dran, wenn das Spiel schon läuft. Ja, man sieht Sonja an deinem Zopf, der weht schön im Wind. Ich drücke hier von hier aus mit die Daumen. Viel Spaß heute Abend auf dem Campus Festival. Ja, das hier neben mir, das ist Frau Papa. So zumindest beschreibt Nina Jauros sich manchmal selbst. Denn sie war einmal ein Mann und hieß Norbert. Zusammen mit Ehefrau Jane gründete der eine Familie. Mehr als 40 Jahre hat es gedauert, bis er den Mut hatte, sich nicht nur ihr gegenüber, sondern auch öffentlich als transsexuell zu outen. Und seine Frau hat so toll reagiert, dass die ganze Familie heute zusammen glücklich ist. Wenn man sich das Bild hier anschaut, dann kann man den Lavendel fast riechen, oder? Ich finde es ja total schön und habe auch eine eigene Pflanze auf der Terrasse. Immerhin eine. An einigen Stellen hier in der Region gibt es aber ganze Felder und die blühen gerade in schönstem Lila. In Hornbad Meinberg beginnt die Ernte erst in 2 Wochen. In Salzkotten bei Paderborn geht sie jetzt schon los. Nicht warm oder sogar relativ kühl weitergehen. In diesen Minuten beginnt in Berlin die diesjährige Bertelsmann-Party. Wir haben hier schon mal ein Foto für Sie. Gastgeberin Liz Mohn und CEO Dr. Thomas Rabe erwarten mehr als 800 prominente Gäste aus Medien, Kultur, Politik, Gesellschaft und Wirtschaft. Und auch wir sind für Sie mit dabei. Ausführlich mehr dazu sehen Sie morgen Abend ab 19:30 Uhr hier in der Lokalzeit. Tschüss, bis morgen.